follow me. Why? Hey ihr Lieben, ganz kurzes Live-Update. Es ist jetzt gerade anderthalb Tage vor Abflug. Morgen fahre ich nach Frankfurt. Ich habe noch fast nichts gepackt. Ey, ihr könnt euch das nicht vorstellen, die letzte Woche war so anstrengend. Ich war ja erstmal eine Woche in Portugal auf Shootingreise und dann jetzt noch diese letzte Woche mit allem möglichen Kram organisieren, mich von allen meinen Liebsten so zu verabschieden. Es nimmt mich einfach so krass mit. Ich hätte es niemals gedacht, ich war ja schon mal 3 Monate weg. Und 3 Monate ist jetzt auch nicht die Welt, ich weiß, aber es ist trotzdem hart, weil ich bin ultra der Familienmensch. Vor allen Dingen gestern der Abschied von meinem Freund, es ist mir so schwer gefallen. Ich könnte jetzt noch heulen, wenn ich dran denke. Oder auch von meiner besten Freundin, die ich fast ein Jahr nicht sehe, weil sie schon in Australien ist. Auslandssemester, wenn ich wiederkomme aus Amerika. Und das stresst mich einfach psychisch total. Und generell heute war auch nochmal so ein stressiger Tag. Und ich habe dann richtig gerade in Köln gemerkt, ich hatte wirklich so einen leichten Zitteranfall. Mir wurde alles zu viel und mein Herz hat richtig schnell geschlagen und jetzt gerade zu Hause habe ich mich kurz mal ausgeruht, aber ich muss jetzt unbedingt noch packen. Versteht mich nicht falsch, ich freue mich krass auf diese Reise, wirklich, es wird mega geil, ich bin mir zu 100% sicher, aber es ist einfach psychisch und körperlich super viel für mich und mein Körper, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, der reagiert richtig schnell auf Stress, also ich werde dann super schnell mal krank. So Leute, ich melde mich nochmal komplett verheult. Und zwar hat mir eine Freundin eben noch einen Brief gegeben. Wenn du das siehst, I love you. So ihr Lieben, ich habe jetzt alles zusammengepackt. Mir wurde empfohlen, die Sachen zu rollen. Oh Gott, Freunde, ich bin so nervös. Ich snack hier gerade noch Alicias kompletten Vorratsschrank leer. Sind übrigens so geil, die Dinger. Und jetzt gleich geht's los zum Flughafen in genau 2 Stunden. Ein Freund von Alicia fährt mich, weil sie gerade arbeiten ist. Und Leute, ich bin so nervös. Ich konnte die Nacht echt nicht gut schlafen. Also ich bin immer wieder aufgewacht. Hatte irgendwie so Angst, dass noch irgendwas schief läuft. Weil nach Amerika ist es ja wirklich, also es sind super viele Passkontrollen etc. Man sollte auch so 3 Stunden vorher im Flughafen sein. Falls ihr mal fliegt, merkt euch das. Und ich habe ja dieses Esther-Visum. Und ich habe letztens so Horrorgeschichten gelesen, dass da irgendwie Daten falsch angegeben waren, dass man nicht einfliegen konnte. Aber ich glaube, ich habe alles richtig angegeben. Ich hatte übrigens eigentlich noch ein Naked-Paket zu Alicia geschickt. Das kommt einfach heute um 17 Uhr und da sitze ich schon im Flieger. Vielleicht schickt sie mir es ja nach oder so, mal schauen. Aber ja, es geht gleich einfach nach Amerika, Leute. Ich freue mich so. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich war die letzten Tage echt zäh, so, weil man sich von Freunden verabschieden muss. Und bin voll der Familienmensch, aber jetzt... Ich freue mich einfach los. Angekommen. Ich bin so happy. Aber Alice ist einfach nicht da. Ich bin mit dem Uber zu unserem Airbnb gefahren und ich glaube, sie ist noch mit einer Freundin in der Stadt. Und ich habe kein Internet. Ich habe gar nichts. Kein Netz, nichts. Ich kann nichts machen. Ich habe gerade schon einen Typen hier gefragt, ob er mir einen Hotspot geben kann. Aber irgendwie hat er mich nie verstanden. Jetzt kommt hier gerade keiner mehr lang. Und da vorne im Café habe ich schon gefragt, ob die WLAN haben. Haben die nicht. Und die Koffer sind so schwer und oh, weiß nicht, ob ich gerade heulen oder lachen soll. Hello friends and welcome aus Lu. Go, 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 go! So, nochmal. Go! Herzlich willkommen aus New York. Ich bin gestern gut angekommen.
Ich stand ja noch kurz vorm Airbnb. Das lag daran, dass Alice und ihre Freundin noch bei. Es ist ja momentan die Met Gala, richtig wild. Wen habt ihr alles so gesehen? Alice hat Kendall Jenner, Olivia Rodrigo, Jacob Elordi, Katy Perry. Von den Dummies! Jacob Elordi. Jacob Elordi, das ist der von Kissing Booth. Ja, Megan Thee Stallion. Wen haben wir noch gesehen? Nicki Minaj. Alter, so, boah, wieso bin ich so spät erst angekommen? Ich hätte Bella so genau Hadid. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt hier bei der lieben Ellie. Die Maya ist auch noch da, die versteckt sich gerade im Bad. Die macht sich gerade fertig. Die fährt aber leider heute Abend schon wieder. Die war nur zu Besuch, weil ich bin ja ein bisschen später gekommen und dann war sie noch mit Alice hier. Und genau, ich drehe euch nachher auf jeden Fall auch noch eine kleine Roomtour ab. Aber erstmal geht es für uns jetzt los. Wir haben nämlich schon 12 Uhr. Wir waren heute richtig lahm. Hi! Hi. Oh no! I muss einmal aufhören. Alter, die sind so scharf. Wir fuhren gerade, wie heißen die? Takis, in Mexikanien. Takis, Fuego. Mucho Fuego. Eine Ewigkeit später. So, Freunde, wir haben uns jetzt Frühstück geholt. Einmal was bei Starbucks, schmeckt es wild. Und in so einem Bagel-Shop. Leute, da gab es so krasse Bagels, auch so Rainbow-Bagel. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Wir gehen jetzt erstmal gerade im Park. Holt euch kein Cash an ADMs. It's expensive. Wie viel hast du bezahlt an Gebühren? $5. Ist ja noch okay, oder? Sort kinda. Das ist doch irgendwie ein doofer Schnitt, oder? Ist doch irgendwie. Leute, es ist einfach alles so überteuert. Gummibärchen für 24 Euro. Für uns geht's jetzt in Highland Park. Here all, what do you say? We love it. Maya, how is everything here? Wild, baby. Oh. Freunde, Maya verlässt uns jetzt. Die fährt nämlich jetzt weiter nach Boston. Wild Bates. Dann geht's in der Woche für sie auch schon wieder nach Hause. Welcome to our food shop vlog. Freunde, Obst ist hier arschteuer. 8 Euro für eine Melone. Nice. So, ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht hier. Da wird Sport getrieben. Sport und hier, ja, ich muss mal ein bisschen was abarbeiten, vor allen Dingen auch für den YouTube-Vlog. Das muss ich jetzt alles mal bearbeiten. Welcome to the second day of our journey in New York. Let's go!
befinden uns gerade im Central Park. Look here, it's a really nice view. Follow me. So here you can see a really nice tree right there. So beautiful. And then you can see here, yeah, river. The skyline of New York City. I just love it. Thank you. Die Metrocard geholt. Die kostet für eine Woche 34 Dollar. 33 Dollar. Aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall. New York bei Nacht ist einfach ein Vibe. I love it so much. Ich find's fast noch geiler als am Tag. Ist einfach pretty as fuck. Übrigens überall keine Masken nicht mehr, außer in der U-Bahn hat vielleicht halt jeder eine Maske, weil es immer so krass voll ist. Man denkt wirklich teilweise, will ich da rein? Ja. Dritter Tag. So friends, welcome to day 3. Ich bin schon richtig eingedenglischt. Heute steht auf dem Plan, wir haben gerade erstmal gefrühstückt. Es ist mal wieder kurz vor 12. I doubt it. Wir müssen morgen auf jeden Fall mal früher los. Heute ist auch richtig schönes Wetter. Wir gehen jetzt erstmal zu Brooklyn Bridge. Dann, genau, vielleicht gehen wir dann noch einmal rüber. Dann wollten wir auf eine Rooftop-Bar und da ein bisschen chillen. Die hatte Alice nämlich letztens entdeckt. Und dann geht es heute Abend noch aus The Edge. Da freue ich mich sehr drauf. Eine Karte kostet übrigens 40 Dollar. Wir haben zum Glück noch eine von einem Freund geschenkt bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt nur eine bezahlen. Mega praktisch. Aber genau, sonst kostet es 40 Dollar. Ist schon happig. Ich glaube, man hat eine sehr geile View. Reality looks like on the photo spots. No way. Wir chillen hier übrigens gerade in Brooklyn an der Brooklyn Bridge. Die sieht man da auch neben Ende. Haben uns gerade eben Coffee to go geholt für 6 Euro. Wild. Und es war nichts damals, war aber trotzdem lecker, aber es ist alles so teuer hier wirklich. Vor allem kommen am Ende immer noch die Taxis drauf und dann denkt man sich so, kann ich den Kaffee bitte wieder abgeben? Nee, so ist das halt, ne? Das muss man halt in Kauf nehmen, muss halt ein bisschen aufs Geld verachten und kann sich nicht die ganze Zeit alles gönnen, weil dann ist man, glaube ich, in einem Monat arm, aber wir achten auf jeden Fall ein bisschen drauf. Und was wollte ich noch erzählen? Das Wetter ist heute ein Träumchen. Ich liege hier auch im Kleid. Wie wir schon gehört haben, LSA. Nicht im Kleid. Aber die nächsten Tage soll es tatsächlich ein bisschen schlechter werden, also es soll regnen. Die nächsten 4 Tage. Wild. 12 Sekunden später. Hier haben wir einen Food Market. Sehr nice, aber auch wieder sehr teuer. Wild. So, Friends, wir haben es jetzt ganz schnell fertig gemacht. Ich habe einen kompletten Sonnenbrand, man sieht das gar nicht. Und wir gehen jetzt auf die Edge. Wir müssen uns beeilen, weil in einer halben Stunde haben wir die Karte gebucht und wir sind da. Und hier steht alles rum. Tag. Noch ein bisschen unsicher. Ich hab's grad gar nicht genießt.
Leute, Alice stellt sich jetzt da vorne an die Ecke. Ich mach das nicht. Ich hab so Höhenangst, es ist so schlimm, aber machst du nix. So, wir haben uns gerade einen Cocktail gegönnt. Für den Kosten? Und so 20 Dollar. Prösterchen, ne? Lass mal uns schmecken. Knall, ne? Zwei haben wir dann auch nicht geholt. Kann man sich leisten. Nee. Versprochen. Es ist nur mega klein, deswegen geht das auch super schnell, aber wir fühlen uns hier richtig wohl. Leider scheint die Sonne jetzt gerade nicht, deshalb sieht es ein bisschen düster aus, sonst sieht das echt mega schön aus, wenn die Sonne hier noch reinscheint. Aber ich zeige jetzt einfach mal unser kleines Räumchen. Hier ist die Küche, hier haben wir eben abgewaschen, unsere Spülmaschine ein bisschen klein ist, aber hier ist alles drin, was man so braucht. Hier sitzen wir meistens und machen Unisachen, das ist unser kleiner Schreibtisch, Küchentisch, alles in einem. Dann haben wir hier unseren Kleiderschrank. Da unten stehen die Schuhe. Hier ein kleines Sofa, da sitzen wir aber eigentlich so gut wie nie drauf. Und hier ist dann der Hauptteil des Zimmers, und zwar das Bett. Das ist echt super bequem und wir fühlen uns da richtig wohl. Genau, da habe ich noch so ein bisschen Krams, da hat Alice noch so ein bisschen Krams. Und hier haben wir dann auch noch unsere Klamotten drin. Das ist echt mega praktisch. Und dann geht es hier weiter, da steht Alice gerade. Geht es hier weiter ins Bad, das ist auch super süß. Alles, was man braucht, ist hier drin. Hi. Genau, so sieht es hier aus. Hier ist so eine Duschbadewanne. Und ja, das ist unsere Wohnung.